Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. In der letzten Folge haben wir Nazi-Ringe gesammelt und ja, wie oft fängt eine Folge damit mit so einem Satz an? Auf jeden Fall haben wir Nazi-Ringe gesammelt und jetzt ist es unsere Aufgabe, diese dem Polizeichef zurückzugeben. Von daher gehen wir mal zum Polizeirevier. Das ist eh auf unserem Weg, denn da will ich eh hin. Kirche bietet sich an. Denn von da aus können wir dann gleich zurück zum Elternrat gehen, denn wir haben ja erfahren, was auf Taco Bell abgeht, oder besser gesagt, in dem UFO-Landeplatz. Oh, hier ist ein Zombie. Der Knabber. Moment. Scheiße! Autsch! Scheiße, wie geil! Ach du Liebe! Schnell! Schnell! Sind hier Zombie-Katzen? Ich meine, ich habe Zombie-Katzen mit. Ja, natürlich sind die Zombie-Katzen. Mach mich fallen lassen! Hey, I'm lucky! Au. Au. Die haben meine Ohren zum Bluten gebracht. Das ist ja gar nicht nett hier. Was haben wir eigentlich noch? Beschwörung? Ah, die will ich mir für später aufbewahren. Ich würde mal sagen... Au! Scheiße! Scheiße! Super! So, du machst mal das hier. Du machst mal den hier. Oh, das Blut ist weg. Professor Chaos ist immun gegen Blut. Oh, Hammer des Zorns. Ah, Chaoshammer. Voll nett. Oh, schön betäubt. Mein Unleben. Das ist jetzt dann gleich mal vorbei. Tod der 1000 Schnitte. Los geht's! Rückzug! Kack. Schön. Da muss ich mir erst noch dran gewöhnen. Das ist erstmal die Nazi-Katze, Zombie-Katze hier vermöbeln. Raus, schnell! Denn Zombies haben die Angewohnheit, zum Leben zurückzuerwachen. Ich glaube, das habe ich eh schon erwähnt. Aber ja, wir haben Katzen gekillt. Hat doch Spaß gemacht. Tränke brauchen wir erstmal eh nicht. Aber gut, damit haben wir ein paar Zombies erledigt. Die ist hier schön gemütlich am Chillen. Dass hier die Zombie-Apokalypse abgeht, interessiert die gar nicht. Naja, wird mich auch nicht interessieren. Das ist ja nur eine Zombie-Apokalypse. Das gibt es jeden Dienstag in South Park. Mindestens dreimal. So, hallo Herr Polizist. Yay. Und damit haben wir Sergeant Yates als Freundschaftsanfrage. Keep up the good work, Detective. You put my other guys to shame, especially the dead ones. Ach ja. Bei Rumpelstomper waren wir schon, oder? Ich hab's vergessen. Ja, der ist nicht mehr da. Hallo, Pedo. Du redest. Ach so. Ja, klar. Logisch. Solltest du vielleicht mal dir überlegen, ob du... Erzähl's, was du angestellt hast, Digga. Dann könnte helfen. Aber gut, bis soweit ist, da kümmern wir uns mal um was anderes. Und zwar würde ich mal sagen, wir ruckeln jetzt hier gemütlich zum... Ah, gib mir die Kohlen. Gib mir die Kohlen. Dankeschön. Da hat's geklimpert. Wir gehen mal zurück zu den Eltern ins Community Center, bevor wir die Kohlen hier erstmal noch ein bisschen die Parkuhren ausrauben. Ist auch immer nett, dass die wieder schön zusammenflicken und neu füllen. Reden wir mal mit denen hier. Denn wir haben ja im letzten Part gut was erledigt. Ich glaube, ansonsten Sidequest-mäßig haben. Wie sieht's in Sidequest City aus? Außer, dass wir einen neuen Freund haben. Ah, nur noch die Großwildjagd. Das wird noch ein Weilchen dauern. Dann reden wir mal mit denen hier. Was ist das? Es ist ein Recording. Ah. Da ist Data on here. Ja, nee. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? All right, we're going to have to completely obliterate everything in a three-block radius. What? Then charge us underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. Voll nett. They're gonna just blow up three blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with.
Ach du Scheiße, ja. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here, not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Yay! Nice. Seht ihr, Jungs? Der hat's drauf. Der macht Fotos seitwärts, so wie es sein soll. Dass die... Naja, das Foto... Dass die das nicht gecheckt haben, ist alles schön und recht, aber... Was haben wir denn hier? Ah, den Kahnhelm. Wow, 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 Digga! Guckt euch die Rüstung an. Was haben wir denn hier drin? Das kommt mal raus. Und mehr Bogenschaden. Ich würde mal sagen, wir wechseln mal. Die ist ziemlich auch cool. Mit den 30, aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte gerne meine Kahnrüstung. Sieht auch cool aus. Da können wir jetzt noch ein bisschen Bogenschaden drauf pappen. Warte mal, 50 TP vom Ziel abziehen. Das ist, glaube ich, ziemlich böse. 10% mehr Fähigkeitenschaden ist auch böse. Oder einfach nur mehr Damage. Da gibt es ein paar sehr, sehr böse Sachen. Ah, den kann ich nicht benutzen. Aber ich glaube, dass die HP-Absorption ist ziemlich böse, weil die heilt ja auch meine MP. Und was haben wir hier? Die Kahnstulpen. Da sind auch 10 Lebensabsorptionen drauf. Die packen wir mal runter. Dann nehmen wir die Kahnrüstung. Kahn! Und dann packen wir da mal was anderes drauf, weil ich hab immer noch mehr. Rüstung brauchen wir nicht. TP, Angriff, Nahkampfwaffen. Warum eigentlich nicht? 50 extra Schaden ist schon ziemlich böse. Das interessiert mich nicht. Einfach nur jede Runde. TP regenerieren ist auch ziemlich böse. 40 Schaden mehr auf Distanzwaffe. Das ist ziemlich gut. So. Gegen blutend und 1 MP pro Heilung. Das ist die... Ja, das ist die Heilwelle. Die müsste ich auf jeden Fall wieder drauf pappen. Aber vielleicht haben wir was anderes. Korn? Korn. Alter, guckt euch die Rüstung an. Was denn hier? Oh, neu angreifen, wenn der Feind stirbt. Aber dafür keine... Das hilft mir leider nichts. Ja, Alufolienhut. Nee, ich glaube, ich bleibe bei meinem Durak. Ansonsten, ja, dann lassen wir das erstmal so. Sind wir jetzt Mr. Kahn, aber jetzt reden wir erstmal mit Mr. Adler. Yay. Oh. PTA will call on you should we need you again. You did very well today, young man. Yay. Friend, all new students, so I can monitor them. Ja, Überwachungsstaat. Kyle is so lucky to have so many nice neighbors his age. Hm. This calls for a very big PTA meeting. Ah, okay. Montage! Du noch was zu sagen? All purchases go to support the PTA. Okay. Montage. Okay. Oh, lol. Magieschaden. TP. Mehr MP und mehr TP. Alter, das Zeug ist noch relativ gut. Jetzt mal so im Ernst. Timme. Haben wir noch Kram?
Müssen wir wieder ein bisschen Kohle reinkriegen. Kohle! Ah, das kann sich doch sehen lassen. Dann ziehen wir mal wieder los. Hat Spaß gemacht. Genug Zeit verschwendet hier. Dann gehen wir mal und gehen mal zu den Goth Kids, denn nachdem wir das ja alles erledigt haben, können wir uns jetzt noch die Goth Kids unter den... Ja. Das ist gut. Es gibt hier noch genug zu erledigen, weil jetzt können wir uns endlich die Kids holen, nachdem wir jetzt endlich das Nonkonformisten-Foto haben. Yay, yeah, wir sind kein Konformist. Woohoo, Party. Hallo. Go about your questing, Hobbit boy. Oh, fuck, ich muss das Goth-Zeug anziehen, stimmt. 4 neue Freunde. Sau cool. So. Goth. Zu geil. Wo ist mein Goth-Zeug? Nee, das ist Sword. Da ist Goth. Und Goth. Jetzt kann ich meine Goth-Quest abschließen. Wow, he did it. Nice. Yeah, but he's still not Goth. He'll have to pass the final test. You may look Goth, Frodo, but can you dance Goth? Oh, jetzt geht's rund. Zigarette, Kaffee. Oh. Less enthusiasm. That's not how you totally speak. Fucking bullshit. You call that smoking? Come. I'm feeling the rage. Ah, ah. Well, Tridi kackt ab. Wir mir die Zigarette Zeit. Nice try, Frodo, but you dance like a freaking popstar wannabe conformist. Oh. Yeah, better luck next time, loser. Oh, das war ja war klar, war Kacke. Nochmal. You can't dance goth, so just stop wasting our time with your posing. Ah, nochmal. Jetzt müssen wir richtig gothen hier. Aufpassen, weniger verkacken. Muss ich mich drauf konzentrieren. Und damit schön an jeder Zigarette gezogen. He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. Oh. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Yeah, wir haben die Goth Kids. Und wir sind Level 12. Coole Sache. Jetzt darf ich Henrietta, Michael, Pete und Ferkel. Wir haben die Goth Kids rekrutiert. Coole Sache. Wir sind jetzt offiziell Kids, Goths. Können wir uns mal wieder umziehen hier. Makan! Fürs Erste. Ich werde danach gucken. Ich habe mir noch nicht so richtig entschieden, was wir denn wirklich nehmen. In Sachen Rüstung und so weiter. Aber das nehmen wir jetzt mal fürs Erste, weil es doch relativ cool ist. Oh, und wir können aufwerten. Müssen wir auch noch machen. Ja, hier haben wir eine Aufwertung. Mehr Damage. Stinkbomben. Lassen sie ohne Fähigkeiten. Das ist eigentlich relativ cool. Zum Abschluss den restlichen Karton gegen die Feinde schmeißen. Das ist auch ziemlich cool. Aber ich überlege gerade, ob ich das hier leveln soll. MP-Kosten senken und HP regenerieren beim Tod. Das ist alles ziemlich gut. Aber HP-Regeneration habe ich eigentlich mehr als genug. Ich nehme mal die Anzahl von Stinkbomben. So. Ah, was ist jetzt los? Jetzt darf ich mich entscheiden, stimmt. Und zwar muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich zu Cartman oder zu Kyle gehe. Ist noch schwierig. Wo sollen wir hingehen? Gehen wir zu Cartman oder zu Kyle? Das wäre jetzt eine super Idee für eine Entscheidung, so wie Wishes das gemacht hat hier, von wegen, zu wem gehen wir? Zu den... Ja, was soll ich sonst machen in dem Part? Ich habe keine Nebenquests mehr. Das kann ich noch nicht machen. Soll ich den Part jetzt schon beenden? Das wäre relativ kurz. Zombie! Ach du Liebe!
Scheiße. Also ein bisschen Zeit verschwenden, damit ich noch mehr in den Part reinkriege. Aber ich würde wirklich sagen, wir machen das. Ich habe eine Idee. Scheiße, der brennt schön. Ja, das brauchen wir gar nicht. Der ist eh schon im Arsch. Ach du Lieber! Sei doch. Schön. Jetzt mal hier ausräumen. Gibt's wieder neues Zeug zu verkaufen. Apropos verkaufen. Ich gehe mal zu einem Laden. Na eben, das ist es jetzt, hä? Eben, die Großwildjagd, da können wir ja später hin. Und da ist es jetzt eben. Gehen wir zu Cartman oder zu Kyle? Ich gehe jetzt mal zum News Story, denn da ist noch ein Laden. Können wir mal ein bisschen Zeug verkaufen. Und ansonsten würde ich echt sagen, dass es ab hier für euch eine Entscheidung geben wird. Und zwar, ich werde das so machen, wie der Wishes das gemacht hat. Also ich klaue euch die Idee, ich klaue ihm die Idee. Ich gebe das auch ganz offen und ehrlich zu. Ach, der kann wieder nicht verkaufen. Müsste ich wieder zu Mr. Garrison. Soll ich jetzt wirklich mal zu Mr. Garrison gehen, einfach nur um die Zeit zu verschwenden? Naja, wir verschwenden Zeit. Das war sowieso dran. Ja, wobei, was haben wir hier? Das ist das Viertel. Da waren wir schon. Ich glaube, ich habe ansonsten mehr oder weniger alles erledigt, was wir im Moment machen können. Schon Pokémon-mäßig haben wir noch nichts. Habe ich eigentlich alles? Also es ist jetzt wirklich nur die Entscheidung, wir gehen zu Kyle oder wir gehen zu Cartman. Und das möchte ich euch überlassen. Das ist eigentlich ein guter Bildschirm. Ja, ich werde hier in dem Fall wirklich den Part beenden. Ein bisschen kurz. Es tut mir zwar leid, aber das ist wichtig für den nächsten Part. Und zwar könnt ihr euch jetzt entscheiden. Ihr könnt jetzt entweder hier auf Cartman klicken oder hier auf Kyle. Klickt einfach auf den Typen, den ihr haben wollt, und wir werden dann genau dorthin gehen, im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao Leute, euer Tredi.